bleiben für alle Zeit. Dann könnten wir das Glück. Transportmaschinen, Straßenfahrzeug. Das ist früher eigentlich nur hauptsächlich für Kriegstransporte oder für die Schausteller, Schaustellerfahrzeug. Ja, Besonderheiten sind halt der Glühkopf, ja, wo vorgewärmt wird mit der Glühlampe, wo dann gestartet wird. Dann nach ca. 10 Minuten, wenn der Glühkopf heiß ist, wird Diesel gestartet und wird dann laufen gelöst. Mhm. Man muss sagen, dass das eine Zirkulationskühlung ist. Das heißt, das warme Wasser steigt nach oben, über die Kühler nach oben wird gekühlt. Und dann fällt der Wasserkasten wieder runter vorne in den Glühkopf rein, beziehungsweise in den Zylinder. Mhm. Ja. Ist ein liegender Einzylinder. Ja, er ist, wie gesagt, hat 10.300 Kubik. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Früher ist er gefahren worden mit jedem x-beliebigen Öl, Sonnenblumenöl, Teeröl, was gerade an der ist. Das ist quasi ein Kielstoffmotor. Heute natürlich nimmt man nur noch Diesel, weil man halt ein bisschen vorsichtig ist. Man ist froh, wenn er so läuft. Aber wie gesagt, hat eine zentrale Ölversorgung. Das heißt, ist jetzt so wie ein normaler Viertakter, dass er eine Ölwanne hat. Mhm. Jedes Lager und jedes Ding wird mit einer zentralen Pumpe versorgt. Überall laufen Leitungen hin an die Kurbelwelle. Und das übrige Öl läuft zurück in den Sumpf. Dort sitzt die Pumpe. Das Öl wird oben reingepumpt wieder in die nächste Ölkammer. Und dieses Öl wird dann genommen, für den Motor zu schmieren. Mhm. Das schmiert dann den Motor ab, beziehungsweise verbrennt dann, wird dann verbrannt. Mhm. Wird aber immer wieder durch die Kolberringe nach hinten bewegt und wird gesammelt und wird hochgepumpt, immer wieder in diese Tanks. Mhm. Ja. Und was für einen Wert hat so ein Traktor denn heute? Im Schrottzustand kauft man zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Mhm. Und wenn man dann nächstes ein Jahr Arbeit reinhängt, beziehungsweise alles überholt, so kann man sich Da wäre dann praktisch diese Schächte aufgemacht und dann wird die Glühlampe rangehängt und dann sitzt dann der Glühsack drin. Und in dem Glühsack wird das Feuer dann warm gemacht, bis die Glühnase in dem Bereich glühend ist, wird Dieselpumpe, Einspritzpumpe, die wird dann eingespritzt über die Düse auf den Glühkopf drauf und wird dann zerstäubt und wird dann, wenn ich dann anwerf, wieder mit Hand, explodiert es dann und wird dann, und läuft dann an. Mhm. Wenn ich bergab fahre, habe die Herrschaft des Stadtmanns dann was einfallen gelassen, dann ist mir der Glühkopf kalt geworden und das heißt, der ist ausgegangen, wenn man den Berg über 100 gefahren ist. Hat man sich den Gedanken gemacht und hat hier eine Zündkerze entwickelt, die mit einem Summer betrieben wird, wo dann der Glühkopf unterstützt, wenn er bergab fährt, dass er nicht ausgeht, dass er nicht auskühlt, ganz auskühlt, dass er am Laufen bleibt. Ja. Mhm. Was noch interessant ist, ist die Köder der Vorderachse. Das ist halt ein ganz anderes Fahren. Das ist nicht so, die Schläge bekommt man nicht so ab, immer Traktor oben. Das übernimmt alles die Achse, die Federachse. Ja, was gibt es noch? Diesel und Benzin, den kann man auch mit Benzin laufen lassen. Das heißt auch wieder unterstützen mit Benzin starten und mit dann umschalten auf Diesel. Mhm. Ja. Ich habe das alles probiert, aber heute macht man das alles nicht mehr, weil man den Traktor nicht alle Tage im Einsatz hat. Wenn dann Benzin in den Leitungsschiff bzw. in der Pumpe steht, dann frisst das Benzin die Dichtungen und deswegen ist nicht mehr vorhanden und schwer zu kriegen. Ja, die Originalteile findet man nicht mehr. Muss man Glück haben, dass man solche Sachen auf Teilemarkt bekommt. Okay, die Maschine wäre hochgefordert nachgebaut. Natürlich lange nicht die Qualität, die man sich jemals erwartet. Das ist jetzt die dritte Lichtmaschine, die funktioniert nicht richtig. Weil halt, das ist keine Masse Ware, sind alles seltenstücke, die fertig werden. Natürlich klar. Radgewichte drauf, dass er auch zieht, dass er nicht hupft. So, gell? Das ist aber alles innen drin. Das sind alles 500, 800 Kilo. Gell? Das ist die richtige Zugmaul natürlich auch. Das ist auch ein deutsches Reichspatent. Das ist auch, wenn man so überlegt, ich habe 4 Wochen Arbeit, dass das wieder der Pulsen, dass das wieder alles exakt ausgebüxt und wieder alles exakt läuft. Das sieht so alles aus. Original noch. Ja, toll. Ein gewisses Öl und das geht halt alles über diese Tropfenöl. Mhm. Ja. Das wird alles geregelt, manuell geregelt, dass der Motor warm wird. Tu mal die Klappe vorne zu machen, da ist eine Jalousie drin. Aha. Und das macht man dann bei 90 Grad, macht man die Jalousie auf, das Ding. Aber durch das viele Wasser, was der Traktor hat, hat ca. 150 Liter Wasser. Und da muss man dann schon gucken, dass er warm wird. Sonst, wenn er nicht warm ist, und dann verbrennt er nicht richtig und dann kommt halt das Öl auch aus dem Auto raus. Mhm. Deswegen wird er immer ziemlich zugefahren, immer 100 Grad Bereich. Mhm. Und wie oft ist das Fahrzeug dann im Einsatz?
Ach gut, ja, jetzt, wie man Zeit hat, also ich denke, jetzt muss ich sagen, 25 Mal fahren mein Junge. Mhm. Und ja, jetzt ist die Saison, jetzt wird fahren jedes Mal. Also, super, gut, herzlichen Dank. Ja. Zu sagen, dann hat man, der Puppe hinten ist praktisch noch der Glühkopf, aber vorne hat man dann weiterentwickelt. Vorne hat man dann entwickelt so, halt Diesel heißt, da wird mit Benzin gestartet und wird dann umgeschaltet, wenn man eine Leistung braucht. Benzin lässt sich nicht so verdichten wie Diesel, mhm. Aber durch den Benzin statt, weil man mit dem Glühen irgendwann mal die Nase voll hatte. Und man hat mal weiterentwickelt, dann haben wir gesagt, man halt Diesel. Und das war die nachfolgende Generation. Mhm. Also mit Benzin starten und dann umschalten auf Diesel und dann ist er gelaufen. Und was für ein Baujahr ist das dann? Das ist Baujahr 1953. Das sind also die erste Halbdiesel-Motoren gewesen. Und der? Der ist Baujahr 1938. Oh. Oder wo man jetzt hat, heute, wenn der Auspuff direkt oben rausgeht und oben hinaus, hat man da vorne dran einen Mordschalldämpfer entwickelt, aha, weil der Lärm ja unertragbar war. Ich habe den gehört heute Morgen in Altebach, da waren Anhänger dran, gell? Ja, so ist das mein Sohn. Genau. Okay. Wo man bei dem dann schon wieder, sagen wir mal, vom Lärm her, also das ist, zu ertragen, das tut richtig. Braucht man auch Gehörschutz. Ja. Okay. Aber vom Aufmacher, das andere innen drin, Augen liegen da Kolben, also ja. Aber schon wieder dann an einer Aluminiumkolbe, da drüber haben wir einen Stahlkolbe. Aha. Ja, so, ja. Und der gehört dann auch noch dazu? Das ist, ja. Und da soll er was dazu sprechen. Ja, aber fange ich am besten an. Also, es ist ein Typ 4016. Er hat also 40 PS. In die Baureihe heißt 16. Da gibt es auch mit 24 PS, 20 PS. Und das ist in der Klasse, das ist der stärkste Bulldog. Den haben sie ab Baujahr 56 gebaut. Und es gibt nur 1000 Stück. Und das ist die Fahrgestell Nummer 731. Mhm. Ja, den habe ich noch nicht so lange. Den habe ich erst erworben, so wie er da steht. Was gibt es zu sagen? Das Verdeck ist wahrscheinlich nicht ein originales. Mhm. Ja. Und wie oft fahren Sie dann mit dem Traktor? Also ich fahre jetzt öfters, wir haben ja den Bauwagen noch gemacht dazu. Mhm. Ich fahre also sämtliche Treffer ab im Sommer, wo so weit wie es geht. Mhm. Ich habe ihn aus Heilbronn gekauft, mhm. Bin ich Heimfahrer von Heilbronn. Ja, das nächste Treffen ist jetzt Mietershausen noch, mhm. Speyer, das große Landstreffen. Mhm. Also wir sind jedes dritte Wochenende sind wir da unterwegs. Mhm. Und was für einen Wert hat so ein Traktor? Also, zwischen 20 und 30 dazwischen drin bewegt sich das, wenn sie fertig gemacht sind. Ja, danke. Ja, klar, da können wir schon mal arbeiten. Ja. Das ist eine Reihe der Volldiesel, das heißt, der wird nicht mit Benzin gestartet, sofort mit Diesel wird er gestartet. Der da drüber, das ist ein Halbdiesel, der wird das mit, kann mit Benzin vorgestartet. Ja, das habe ich gehört. So, das ist erstmal Glühe. Erstmal rein, warte. Braucht halt so Zeit. Nicht? Das ist der Benzinhebel, da kann man vorpumpen, der Sprit. Nach oben ist Öl, nach unten ist Diesel. Mhm. Und das ist, wenn er geglüht ist, muss man das dann betätigen. Wenn er lange steht, macht man 1-2 Hübe nach oben für das Öl, für den Kolben. Weil das ist ja ein Zweitakter Diesel. Mhm. Das ist ja kein Viertaktmotor, das ist ein Zweitaktmotor, wie ein Mopedchen. Mhm. Da kann man sich das vorstellen. So, jetzt müssen wir. Thank you.